kaputt gemacht, Potter. Dafür wirst du noch bezahlen. Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Ich gebe dir das freiwillig zurück. Gott, Gott, alles das. Naja, denken wir unseren Teil. Du hast meine Inner mich zurückgeholt. Danke, Herr. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Komm her, Trevor. Komm zurück. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums zur Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Ja, ja. Harry, ich bin Professor McGonagall, stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Okay. Ich glaube, das heißt, dass ich gegen Draco und Co. spielen muss. Ah ne, Draco ist auch Erstklässler. Ja. Oder es sei denn, es wird bei ihm auch eine Ausnahme gemacht. Dann werden ein bisschen mehr Ausnahmen gemacht, ne? Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Ne, daran soll ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Und guck mal, wie Quidditch spielen ist. Ah ne. Erstmal zu Hagrid. Komm ich her, verdammt. Naja, sowas ist bei Spielen immer ein, bei solchen Spielen immer ein Rätsel. Hey, nicht schlecht. Also der Weg zu Hagrids Hütte ist sehr originalgetreu. Man muss ja auch in Wirklichkeit durch so eine... Hä? Achso. Was sind das denn? LOL! Übrigens, welche Schildkröten? Die ich nicht zuordnen kann. So, erstmal hier die ganzen unnötigen Dorn zerstören. Ja, da geht's gut hier. Ah, den Geheimgang habe ich doch hier richtig gesehen, ne? Immer schön aufmerksam bleiben, liebe Leute. Und es gibt schön Schokofrösche, die ich auch sehr gut brauchen kann. So, und weiter geht's. Das ist ein riesiger hier. So. So. So, okay, die Feuerspur, die da steckt, da wird, glaube ich, auch nicht laufen. Weiter geht's. Gut, wollen wir hoffen, dass da was Großes ist. Dass ich diesen ganzen weiten Weg nur für eine Truhe gelaufen bin. Also eine Sammelkarte und ordentlich Birdie bei Truhen kann man schon erwarten. Nintendo! Nintendo! Och, Leute. Mann, können die diese blauen... blöden Elfen da oder was auch immer sind da mal verpissen. Gut. Gut, gut. Gucken wir uns mal den Punktestand mal inzwischen an. Jo. Slytherin 268 und wir nur 210. Die
Tränke sind schon gefüllt. Egal. Also Slytherin führt. Hoffen wir mal, dass wir am Ende gewinnen werden. Auch wenn das jetzt echt noch schwer wird. Was sind das denn für krasse Dinge, ey? Kann Feuer furzen. Lol. Lol, lol, lol. Roffel, roffel, XD. Das können sie. Gut, jetzt muss ich nur noch hier diese Baustämme meistern. Und an den gefährlichen Feuerschnecken vorbei. Sollte machbar sein. Aber mein Leben. Ja. Alles gut. Speichern wir erstmal das Ganze. Sammeln wir den Schokofrosch ein. Und der sieht doch ganz danach gefällt aus. Ich hätte als erstes einen Zauberspruch gemacht. Aber die bringen uns auch so einen geilen Hinweis, dass man da Flipendo drauf zaubern muss. Für die ganz dumm. Muss sein. Die Dinger kriege ich eh nie getötet. Die schieße ich gerade mal mit Flipendo ab. Die rühren sich nicht. Ja. Geht doch. Ein bisschen länger draufhalten und dann. Und dann Flipendo ich sie weg. So, Leute. Leute, Leute, Leute. Und das alles nur, weil ich zu Hagrid Kaffee trinken möchte. Naja. Links oder rechts? So, ich bin Rechtshänder. Ich entscheide mich einfach mal für rechts. Glaube auch nicht, dass das wichtig ist. Weiter jetzt. Und speichern. So, was passiert jetzt? Jetzt dreht sich dieser gewaltige Baumstamm. Kann ich auch in das Ding rein? Jo. Ich wollte eigentlich in den Baumstamm rein. Aber gut, davor war direkt ein Speicherbuch. Habe ich natürlich berücksichtigt. Also müssen wir nicht so viel wiederholen, zum Glück. Eingeluschert, da war nichts drinne. Also können wir einfach drauflaufen. Paar unnötige Dorn zerstören. Incendio. Incendio. Ja. Incendio. Incendio. Dann werdet ihr tot. Dieser Pfeil hier wieder in so eine Höhle. Ich würde mal vorschlagen, dass wir da mal reingehen. Und mal wieder eine Truhe finden. Und da nur Bertie Birds Bohnen drin sind. Ja, hoffen wir mal, weil, dass wir diesmal ein bisschen mehr aus der Truhe rauskriegen. Ui, nicht schlecht gemacht hier. Gut. Aber das war's hier noch nicht. Hier geht's noch weiter. Ich höre einen Regenguss oder einen Wasserfall. Das klingt nach stark fließendem Wasser. Ja, ein Wasserfall. Ui, nicht schlecht gemacht hier. Ich hoffe auf eine Sammelkarte. Ja! Endlich mal wieder. Gut, supi. Also, ganz geile Kulisse hier eigentlich. So eine Tropfsteinhöhle hier, oder was das immer ist. Alohomora? Nee, Digga. Hier ist leider nichts mit Alohomora. Und es geht wieder zurück. Incendio.
Huch. Hey, da oben sind auch Bertie Batzbohnen. Glaube ich keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommen soll. Ich glaube, ich kann ja einfach mal weitergehen. Vielleicht komme ich da noch hin. Nö, komme ich auch nicht. Egal. Ab zu Hagrid. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Danke. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich ich alles bin Hogwarts, mein Lieber. In ganzen Sätzen darfst du auch mal reden. Mach dir doch. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Bolt. Schrank unter der Treppe, ne? Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Gut. Damit also hier zurück. Hier komme ich her. Die Batonen, die ich da liegen gelassen habe, habe ich jetzt mal verkackt. Aber macht ja auch nichts. Da kann er hochklettern, der junge Bursche. Nein, kann er nicht. So. Ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt dem richtigen Weg folgen. Und den Wegweisern, die wir uns in die richtige Richtung führen. Nach links, danke, ich wäre auch sonst hier wirklich nach rechts gelaufen. Oh, schon wieder. Also sehr hilfreich, die Pfeile, muss ich schon sagen. Laufen, laufen, laufen. So. Ihr Quadratläufer. Oh. Unnötig, ey. Naja. Man stellt sich schon manchmal ein bisschen blöd an. Weiter. So. Ich also als Bimbo hier soll Hagrid die Feuersamen besorgen. Mach ich doch aber gerne, Hagrid. Supi. Und jetzt geht's weiter. Zwischen sind die Schnecken schon grün. Na okay, oder ist es wegen dem Licht so, aber relativ grün aus. Nicht schlecht gemacht. Ah, da vorne sehe ich schon, das ist ein Speicherbuch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt mal abschmiere. Sah aber alles soweit auch ganz souverän aus. Hopp.
wieder ans Tageslicht. Und wir springen mal von Stein zu Stein. Zack, zack. So, schnick, schnack, nächster Schokofrosch. Volles Leben, liebe Leute. Auch mal wieder ganz spontan, ganz rein zufällig sagen, dass wir mal den Baum wieder anzaubern. Noch ein Speicherbuch. So, weiter geht's. Na? Man könnte ja auch hier da durchzwingen, aber nein, dafür ist Harry zu dick, das würde er nie schaffen. Und das gleich machen wir auf der anderen Seite auch. Gut, das ist glaube ich sogar der richtige Weg. Da vorne geht's noch weiter. Sehr gut.